In diesem Video verrate ich dir, wie du 2500 Euro oder mehr pro Monat mit einfachen E-Books über Amazon verdienen kannst und das dank der künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir werden ganz viel mit der künstlichen Intelligenz arbeiten und schauen, wie sie uns die Arbeit abnimmt und erleichtert, sodass wir davon einen ganz großen Benefit schlagen können und damit auch viel Geld verdienen können. Und das kannst du natürlich x-fach wiederholen, sodass du auch viel, viel mehr Geld verdienen kannst. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir steigen mal direkt ein. Hi, servus, der Eugen von Income Butler. Und wenn dich für Smart Investieren und Online-Geld verdienen interessiert, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommst du dreimal pro Woche richtig starke Videos und Anleitungen zum Thema Online-Geld verdienen und Geld vermehren. Aber wie schaut es nun die Strategie aus? Wir gehen zuerst einmal hier auf Amazon und gehen zum Beispiel hier, habe ich eingegeben, Kurzgeschichten für Kinder. Dann siehst du hier verschiedene Kurzgeschichten, zum Beispiel diese hier, die verkaufen sich ziemlich gut, weil die haben auch schon sehr, sehr, sehr viele Rezensionen. Das heißt, wenn man dieses Buch aufmacht, ja, und du siehst, es gibt noch viele, viele weitere, dann schauen wir uns mal an, wie gut sich dieses Taschenbuch verkauft. Es ist auf Platz 1923 in ganz Büchern auf Amazon und damit ein schon richtig, richtig starkes Buch. Das heißt also, wir könnten schauen, wie wir so ein ähnliches Buch erstellen, ein Kindergeschichtenbuch zumindest. Hier geht es um Tiere, du siehst, ja, und schauen wir mal, spezielle Tiere gibt einfach verschiedene, die kleinen und großen Abenteuer der Tiere im Wald. Das heißt, wir haben hier mehrere Tiere im Wald. Dieses Buch ist aus 6. November 2019, das heißt, verdient schon seit über 3 Jahren richtig schön Geld. Das heißt also, wie können wir denn davon profitieren? Ganz einfach. Ja, wir gehen hier auf ChatGPT und geben dir hier zum Beispiel einen Schreiber, eine Kurzgeschichte für Kinder über Hansi Hoppel, dem Hasen, der im Wald lebt und glaubt, ihn mag keiner. So, das alles machen wir, also es ist ein kurzer Satz hier, also zwei Zeilen, drei Zeilen und wir schicken das einfach mal ab. Und dann schauen wir mal, was er hier macht. Du siehst, er fängt mal direkt an. Ja, und schreibt und schreibt und schreibt. Nun siehst du, dass hier einiges passiert. Ja, und er schreibt, was wir jetzt nebenbei machen, weil das dauert ein bisschen. Wir brauchen noch ein paar Bilder. Ja, wir brauchen also Bilder, Illustrationen. Und die können wir natürlich auf verschiedenen Plattformen kaufen und erwerben. Oder aber wir nehmen auch nächste AI her. Und habe ich schon geschrieben, hier. Imagine, also schlecht, Schrägstrich, imagine, prompt, small rabbit, recolors, children's book, sad, illustration. Und dann schauen wir mal, was dann überhaupt passiert. Ja? Er erwartet nun, bis es startet, das heißt, es dauert nur ein bisschen, bis es gestartet wird. Und wenn das dann gestartet wird, dann werden auch verschiedene, verschiedene Sachen erstellt. Ja? Aber es dauert ein bisschen, nun können wir wieder zurück switchen, schauen, wie weit ist er denn. Okay, eine ziemliche Kurzgeschichte. Ja, das heißt, wir haben sehr, sehr wenig hier jetzt bekommen und wir können jetzt auch schreiben eine Kurzgeschichte über, sagen wir mal, 800 Wörter. Ja, so, dann wird die Geschichte auch etwas länger. So, und siehst, er fängt schon ein bisschen anders an. Ja, das heißt, er hat mehr Details und somit macht das Ganze schon mehr Spaß. So, hier haben wir schon eine Illustration bekommen. Hier siehst du, wir haben hier einen Hasen, keinen Hasen, der ist traurig. So, jetzt ist es wieder verschwunden leider. Lass mich mal kurz suchen, wo das jetzt ist. Also es wird sehr, sehr oft verwendet, diese AI. Man muss natürlich nur schauen, wo man jetzt hier gelandet ist, weil es sind wohl andere Sachen jetzt hier dadurch. Okay, es gab wohl einen kleinen Fehler, das macht aber nichts. Dann können wir halt nochmal machen, imagine. Small Rabbit, three colors for a children book, illustration, high definition. Small Rabbit, vielleicht mal three colors in a forest. So, und schon lass uns noch einmal durchlaufen und schauen, was dann passiert. So, hier hat er es nun erstellt, sind leider tatsächlich keine 800 Wörter, aber er hat eine Kurzgeschichte erstellt. Und die ist doch ein bisschen länger. Dann könnte er nun auch eine Wendung auch reinbringen und sagen, hey, bringe eine Wendung hinein, dass ihn seine Freunde gesucht haben. So, und jetzt schaust, was passiert. Ja, jetzt siehst du,
Er fängt wieder von neu an und schaut, dass er die Geschichte entsprechend entwickelt und reinbringt, was wir ihm jetzt nun gesagt haben. Das ist schon ziemlich cool, weil dadurch, ja, bekommt die Geschichte ein bisschen mehr Tiefgang. Jetzt schauen wir nochmal, was jetzt hier los ist, ob wir schon was bekommen haben oder nicht. Schauen wir mal. Aktuell sehe ich noch nichts. Es kann sein, dass es leider Vorführeffekt ist, man es leider nichts sieht. Doch, da ist er. Wunderbar. Du hast es gesehen. Ah, jetzt ist sie wieder verschwunden. Okay. Auf jeden Fall hast du hier, genau. Hier sind sie. Und du siehst, da ist ein Hase, wie er ausschaut. Ja. So könnte das Ganze aussehen. Ja, man kann uns noch weiter verarbeiten und sagen, hey, mach's neu oder ich wahrscheinlich eine Variante davon. Und man kann dieses Bild, diese Situation auch verwenden. Man könnte aber auch, was wir vorhin gesehen haben, auch was anderes schreiben. Und zwar High Definition vielleicht weglassen und schon kriegen wir wieder was ganz anderes. Also von daher, man kann hier sehr, sehr viel reinschreiben. Und je mehr wir das Ganze reinschreiben, desto besser wird das Bild und das Ergebnis logischerweise. So, dann haben wir schon das Bild, dann haben wir schon den Text auch hier. Und hier können wir, du siehst, hier ist schon mal, du siehst, hier ist auch eine Wendung, ja, und so kann man das Ganze entwickeln. Man könnte jetzt natürlich auch mehrere Geschichten von diesem Ansi Hoppel schreiben und dadurch wirklich ein ganzes Buch füllen. Ja, das heißt, man kann hier ein Buch mit zum Beispiel 5 oder 8 oder 10 solcher Geschichten erstellen. Und dann hat man auch schon mal ein ganzes Buch gefüllt. Plus, man kann sich hier einige Illustrationen definieren lassen und sagen, hey, pass auf, er soll sich so und so fühlen, so und so und so ausschauen, diese verschiedenen Leute sollen drauf sein. Du siehst ja hier, sind verschiedene Sachen, die generiert werden, also auch so komplexere Geschichten, hier wie das da zum Beispiel, ja, auch hier Elfen. Also du siehst, es ist komplett alles möglich, was man hier sich designen lassen kann, man muss halt nur entsprechend beschreiben, ja, kennst du hier mal schön Style. Und siehst, dann wird auch das hier nochmal verändert und auch das, da macht halt auch jemand gerade irgendwas für ein Buch. Ja, du siehst auch hier, perfekt. Also von daher, das geht wunderbar. Dann hast du schon dein Bild, deine Bilder, deine Illustrationen, du hast einen Text. Jetzt fehlt eigentlich nicht mehr viel, es fehlt nur noch, ja, Thumbnail, ne? So, dann würden wir hier am besten auf Fiverr gehen, sagen zum Beispiel bei Rebecca Covers, könnte man nun hier ein Cover erstellen. Aber man natürlich auch alle anderen, die es gibt. Da gibt es mehrere. Hier ist zum Beispiel einer, da ist einer. Also hier sind viele verschiedene Möglichkeiten, die du eben haben kannst. So, das kannst du nochmal proofreaden lassen, das kannst du auch nochmal designen lassen. Mach nochmal kurz Design davon für das Buch. Auch das ist auch kein Thema. Auch dafür gibt es auch Lösungen und zum Teil auch ein KI ist tatsächlich mittlerweile. Also können wir auch darüber sich Arbeit ersparen. So, dann hast du also schon alles, was du brauchst. Das heißt auch Thumbnail. Jetzt geht es natürlich ein Stückchen weiter. Ja, wenn man es hier Rebecca Cover nimmt, dann wirst du sehen, die macht richtig coole Cover und das Cover könnte man verwenden, um dann alles zu hochzuladen auf Amazon. Wir würden jetzt auf Amazon auch gehen und würden sagen, hier erstellen, ja, und würden dann hier ein Buch erstellen, zwar ein Taschenbuch. Kannst du auch ein E-Book machen, ein Taschenbuch und eine gebundene Ausgabe. Und wenn du so ein Taschenbuch erstellst, können wir einfach draufklicken, ist ja kein Thema, würden wir entsprechend hier den Buchtitel hernehmen und vielleicht einen Untertitel, falls wir noch einen haben, ist aber optional. Ein Autor, die Buchbeschreibung, dann sagen, okay, ich bin Inhaber und dann hier die Stichwörter, die Kategorie auswählen und dann geht es eigentlich schon weiter, indem wir hier in diesem Schritt das Buch und das Cover hochladen, hier noch sagen, wie viel es kosten soll, damit wir auch herausfinden, hey, wie viel Geld würden wir überhaupt verdienen pro Verkauf. Und jedes Mal, wenn dann ein Buch bestellt wird und verkauft wird, wird es gedruckt, ausgeliefert und du bekommst entsprechend deine Tantiemen. Ja, also von daher, es funktioniert wunderbar und du hast damit keinen Aufwand. Du musst also keinen Kundensupport betreiben, musst keinen Kundenkontakt haben. Was du machen musst, natürlich das Buch, was du hast, entsprechend vermarkten. Und dafür kannst du auch Ads auf Amazon schalten. Du kannst auch auf Social Media das Ganze gestalten und. Ja, das heißt, wenn du sowas auch machen möchtest, unten drunter findest du alle Links, die du brauchst für die KI und zu einem kostenlosen Starterkurs, wie du damit wirklich auch startest und solche Sachen erstellen kannst. So, aber es ist noch nicht alles. Für alle Hater draußen sagen, ach, das funktioniert doch eh nicht und das stimmt doch gar nicht. Hier mal eine Tantiemenschätzung. Sie ist aktuell über 2000 Euro, 2100 Euro insgesamt hier verdient. Ja, das heißt also, damit geht auf jeden Fall etwas. Ja, und wenn du mehr von solchen
Ideen, Strategien und Schritten und Anleitungen haben möchtest, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du benachrichtigt wirst, wenn es solche neuen Strategien und Möglichkeiten gibt.